Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen für die Leseliste für den Mai. Ich habe, wie versprochen, endlich mein Bukopoli-Brett fertig gespielt. Das werde ich euch gleich auch noch einmal zeigen. Und dann legen wir auch los mit dem ersten Spiel. Ich werde fünfmal spielen und bei einem Pasch noch einmal würfeln. Und ich werde ohne Geld spielen, weil mir das persönlich nicht so wichtig ist. Ich möchte einfach nur ein bisschen Abwechslung in meine Leseliste reinbringen und mal so meine Leseliste auswürfeln. Ich bin ja trotzdem noch ein bisschen frei und kann mir aussuchen, welche Bücher ich da gerne draufpacken möchte. Aber ich habe vielleicht so ein paar kleine Challenges, was ich auch ganz interessant finde. Und ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt das Brett und dann würfeln wir auch das erste Mal. Ich würde sagen, damit ihr das Spiel einmal kennenlernt, wie ich es hier aufgebaut habe, zeige ich euch, was hier so alles drauf ist. Ich habe einmal meine Spielfigur. Das ist die süße Hedwig. Sie fokussiert jetzt gerade nicht so richtig. Das hier ist meine Spielfigur. Das ist die kleine Hedwig von Harry Potter. Und die steht hier auf Start. Dann habe ich hier einmal eine Reihenfortsetzung, neu gekauft, Subleiche Hörbuch, Bibliotheksausleihe hier drüben. Und hier drüben habe ich einmal das Subclass. Das kennt ihr aus meinen normalen Leselisten auf jeden Fall. Da habe ich alle meine Subbücher halt eben drin. Dann geht es weiter mit E-Book, 5-Sterne-Vorhersage. Also das ist einfach da, wo ich glaube, dass es ein Buch ist, dem ich 5 Sterne geben werde. Instagram wählt, das habe ich einmal hier und einmal hier. Da suche ich mir einfach 2 Bücher aus, frage dann auf Instagram die Community und die sollen einfach aussehen, welches Buch ich davon lesen soll. Dann eine neue Reihe anfangen, ein Hardcover anfangen. Hier darf ich mir auswählen, welches Buch ich lesen möchte. Hier eine hohe Goodreads-Bewertung, da gehe ich einfach auf mein Goodreads-Profil in mein Subregal und ja, guckt dann, welches Buch davon eine sehr hohe Bewertung hat. Das habe ich auch noch mal mit dem Gegenteil, und zwar hier eine niedrige Goodreads-Bewertung. Dann habe ich hier einmal eine Reihe beenden, ein Buch unter 500 Seiten, ein Paperback bzw. Taschenbuch, ein Buch mit über 400 Seiten, ein Buch aus einer Challenge. Da habe ich hier aktuell nur meine 20 für 2020 Challenge eigentlich. Ein Buch eines deutschen Autors und ein Buch, was dieses Jahr erschienen ist. Genau, das ist so das, was ich da hingeschrieben habe. Dann habe ich einmal 4 leere Felder. Und zwar einmal sind das die 2 die gleichen und die 2 die gleichen. Und hier habe ich 2 Kartenstapel. Da habe ich auch drunter einmal dieses Papier mit, beziehungsweise das Washi-Tape mit den Blättern und das Washi-Tape mit den Punkten. Und da gibt es jeweils dann Karten zu, die ich euch jetzt nicht näher zeigen möchte, weil es einfach eine Überraschung bleiben möchte. Aber hier sind einfach die Community-Fragen. Da steht dann zum Beispiel, wie dick soll das, also soll das Buch 250 Seiten oder über 300 Seiten dick sein? Oder soll ich ein Buch lesen, was ein blaues Cover hat oder ein gelbes Cover hat? Das ist bei den Community-Fragen. Das sind noch sehr, sehr wenige Karten. Auch hier bei den Ereigniskarten habe ich es jetzt einfach mal genannt, sind das noch sehr, sehr wenige. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da steht einfach so was wie: Lies ein Buch aus einer Challenge, lies ein Buch aus dem Bastel-Lübbe-Verlag, lies ein Buch, weiß ich nicht, das dünnste Buch auf deinem Sub, lies oder rereader ein Buch, ja, lies ein Challenge-Buch, lies ein Buch unter 300 Seiten, lies ein Buch mit über 500 Seiten, lies ein New-Adult-Buch. Solche Fragen sind da halt oder Aufgaben sind da halt eben drunter. Genau, ich habe auf jeden Fall noch weitere Karten hier, die noch nicht beschrieben sind, die ich auf jeden Fall in nächster Zeit noch beschreiben werde mit irgendwelchen Aufgaben, die mir eben so eingefallen sind oder einfallen. Und falls ihr noch Ideen habt, schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Ich würde sagen, dann starten wir auch schon mit dem Würfeln. Ich würfel jetzt, glaube ich, 5-mal. Bei einem Pasch würfel ich nochmal extra. Und ja, ich habe hier übrigens meine Würfel. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir. Okay, ich bin schon sehr gespannt, was ich hier würfeln werde. Aber ich würfel den hier nochmal. Eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, gleich das Subclass. Ja, ich bin mal gespannt, was ich da jetzt ziehen werde. Das erste Mal würfeln war das Subclass. Das kennt ihr von mir. Und ich habe es ein kleines bisschen aktualisiert. Ich habe jetzt die Fortsetzung einfach mal rausgenommen, die ich schon geschrieben habe. Ich weiß, dass mir die
Liebe Ulrike von Bücherherz, da ist noch eine Zahl hinten dran, ich weiß es gerade nicht, tut mir leid, meine Liebe, mir einen Tipp gegeben hat, wie sie es gemacht hat. Und zwar, ich habe ja hingeschrieben, Stummtochter 1, 2 und 3. Und man könnte auch einfach drei Zettel reinschreiben mit Stummtochter. Und dann einfach jeweils den Band lesen, den man dann halt eben als nächstes lesen muss. Ja, hätte ich auch drauf kommen müssen, dass nicht müssen können. Das werde ich jetzt auch ab jetzt so machen. Nur ich wollte jetzt die Zettel nicht nochmal neu schreiben, die ich jetzt sowieso schon drin habe. Und immer wenn ich dann eben ein Band gelesen habe, werfe ich die Fortsetzung hier mit rein. Die sind jetzt hier aber tatsächlich nicht mit drin. Auch die Rezensionsexemplare habe ich hier nicht mit reingemacht, sondern nur die so auf meinem Sub liegen. Es sind ziemlich wenige, wenn ihr das so ein bisschen sehen könnt, aber ich ziehe jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch mit auf meinen Sub draufkommt. So eine Liebesgeschichte wäre noch ganz nett. Ich habe hier mein Zettelchen. Ich stelle es mal kurz weg. Und ich habe gezogen Alles, Nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reed. Ich hole das Buch gerade mal. Hier haben wir das gute Stück. Ein wunderschönes Cover. Ich hoffe, dass die Geschichte genauso wunderschön ist. Ja, hier geht es um Leni, die glücklich ist und ihr Leben liebt, bis sich etwas verändert. Und plötzlich führt ihr der Gedanke in Lenis Kopf ein chaotisches Eigenleben und ihre Gefühle drohen sie zu überwältigen. Ganz tief in sich spürt sie etwas, das vorher nicht da war. Leere, Traurigkeit und unendlich viel Angst. Was fehlt hier? Und wie erklärt man etwas, das niemand sehen oder verstehen kann? Am wenigsten man selbst. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass dieses Buch unfassbar vielen so gut gefällt. Ich habe von Ava Reed bisher aus diesem Genre noch nichts gelesen, sondern nur ein Fantasy-Buch. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und ich bin sehr froh, dass mir das Subclass das jetzt ausgespuckt hat. Ist jetzt auch nicht so dick, lässt sich also wahrscheinlich auch ziemlich schnell lesen, ungefähr 300 Seiten. Ich bin sehr gespannt und werde berichten. Weiter geht's. Eine 5, 1, 2, 3, 4, 5, eine neue Reihe beginnen. Als nächstes soll ich eine neue Reihe beginnen und ich habe mich jetzt hier für einen Anfang einer Dilogie entschieden und zwar Wishes. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Es ist schwierig mit dem Fenster so von V.E. Schwab. Ich werde es euch einfach einblenden, das ist einfacher. Genau, hier geht es um Eli und ich weiß nicht, wie der männliche Protagonist halt heißt. Auf jeden Fall. Probieren Sie etwas aus, um neue Superkräfte zu erlangen. Das funktioniert auch soweit. Wer jetzt welche Fähigkeit hat, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall geraten die beiden dann aneinander wegen irgendetwas und liegen dann im Streit oder irgendwie sowas. Und ich bin sehr gespannt, wie mir dieser Band gefallen wird, weil mir ja die Weltenwandertrilogie nicht ganz so gut gefallen hat. Deswegen bin ich sehr auf Wishes gespannt. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich Wishes fertig gelesen habe, werde ich auch gleich Vengeful lesen, denn das habe ich auch hier. Das sind beides übrigens Rezensionsexemplare. Das heißt, trifft sich eigentlich ganz gut, dass ich dann die beiden Bücher direkt hintereinander weglesen kann. Und ja, weiter geht's mit dem nächsten Würfeln. Übrigens werde ich da auch meine Rezensionsexemplare einfach irgendwie unterbauen. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Eine Reihe beenden. Und ein Pasch habe ich noch. Und weil ich eine neue Reihe beginnen musste, werde ich jetzt auch eine Reihe beenden. Und zwar habe ich mich hier für Mad About the Medic von Piper Ryan entschieden. Das ist ja das Finale einer Trilogie, die mir bisher super gut gefallen hat. Der zweite Band noch ein kleines bisschen besser als der erste Band. Es geht um drei Brüder und um drei Freundinnen. Und die kennen sich alle untereinander schon seit ein paar Jahren, seit der Highschool oder sowas. Und es gibt dann eben eine Junggesellenversteigerung und ja, die Mädels ersteigern dann jeweils sich gegenseitig ihren Junggesellen quasi. Und das dritte Paar hier ist jetzt eben Luca und Lauren. Und die beiden hat man in Band 1 und 2 schon so ein bisschen kennengelernt, vor allem in Band 2. Und da fand ich die beiden schon super, super herrlich und amüsant zusammen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier die Problematik zwischen den beiden ist, aber das werde ich herausfinden. Und ich hoffe, dass mir dieses Buch genauso gut wie die Vorgänger gefallen werden. Vielleicht auch noch ein Ticken besser, weil ich glaube, das könnte wirklich grandios sein. Was ich hier übrigens auch sehr interessant finde, der erste Bruder Mauro ist Feuerwehrmann, der zweite Bruder ist Polizist und der dritte Bruder ist jetzt eben Rettungssanitäter. Finde ich auf jeden Fall auch mal sehr interessant. Ich mache da übrigens nichts mit Geld, wie ihr gesehen habt. Das ist einfach nur,
mal eine andere Art sein, meine Leseliste zusammenzustellen. Eine 3, 1, 2, 3, ein Paperback bzw. Taschenbuch. Es geht weiter mit Taschenbuch oder Paperback. Ich habe mich für ein Paperback entschieden. Das ist auch ein Rezensionsexemplar eines italienischen Autors, und zwar Francesco Dimitri, das Buch der verborgenen Dinge, falls ich das noch nicht gesagt habe. Wunder, 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 wunderschönes, magisches, mysteriöses, interessantes, anziehendes Cover, finde ich. Auch wenn hier unten irgendwie so ein Hund oder ein Wolf oder irgendwas an einem Baum erhängt wird. Bisschen gruselig, aber ich bin gespannt, ob das vielleicht irgendwas mit der Geschichte zu tun hat. Denn es geht hier um Freunde, Fabio, Mauro, Toni und Arturo, die sich einmal im Jahr in ihrem Heimatdorf Casalfranco treffen. Das haben sie sich nämlich versprochen und ist eben ein Pakt somit. Und in diesem Jahr ist er etwas anders, denn Arturo taucht zu diesem Treffen nicht auf und seine Freunde befürchten jetzt, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Deswegen machen sie sich auf die Suche nach ihm. Eine Suche, die sie nicht nur in ihre eigene Vergangenheit führt, sondern auch zu einem magischen Geheimnis. Ich bin gespannt, was dieses Geheimnis sein wird. Ich glaube, wenn es mich so richtig fesseln könnte, könnte man es auch ziemlich schnell durchlesen. Das Buch hat 426 Seiten. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist ein Einzelband. Ich weiß es aber nicht so ganz genau. Da müsste ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Ist übrigens aus dem Heine Verlag. Ist auch erst erschienen. Ich bin gespannt. Ich habe auch von einem italienischen Autor bisher noch gar nichts gelesen, deswegen ist das auch was Neues für mich. Eine 6. Upsala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Buch aus einer Challenge. Ja, das Challenge-Buch trifft sich eigentlich so auch ganz gut. Und ich habe mich jetzt hierfür für Falling Fast von Bianca Josivoni entschieden. Das ist ein Anfang einer Dialogie. Auch hier möchte ich, wie bei Vicious und Vengeful, den zweiten Teil einfach direkt hinterherlesen, wenn ich diesen ersten Band gelesen habe. Das ergibt sich bei Dialogien einfach so, weil ich auch Flying High direkt hier habe. Es geht hier um Heidi De Luca, die einen Plan hat. Die Zeit, in der sie sich zu Hause verkrochen und vor der Welt versteckt hat, ist vorbei. Sie will mutig sein und sich all die Dinge trauen, vor denen sie sich früher immer zu sehr gefürchtet hat. Doch dann lernt sie Chase Whittaker kennen und weiß augenblicklich, dass sie ein Problem hat. Denn mit seiner charmanten Art weckt Chase Gefühle in ihr, die sie eigentlich niemals zulassen dürfte. Und nicht nur das, er kommt damit ihrem dunkelsten Geheimnis viel zu nah. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass dieses Buch positive wie auch negative Kritik bekommen hat. Ich bin gespannt, wozu ich hier gehören werde. Die Cover sind auf jeden Fall unfassbar schön. Ich finde den zweiten Band, der so blau ist, noch ein Ticken schöner als diesen rosa lila Band. Aber ich mag auch blau einfach einen Ticken lieber als rosa lila. Deswegen, ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Geschichte. Und ihr könnt mir auch gerne zu allen Büchern in die Kommentare schreiben, wenn ihr es schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Wurf, und zwar dem Zusatzwurf, dem Pasch. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein neu gekauftes Buch. Der Paschwurf war ja ein neu gekauftes Buch. Das ist jetzt nicht das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, aber es ist das eins der letzten Bücher, die ich mir selbst gekauft habe und nicht geschenkt bekommen habe oder ein Rezensionsexemplar ist. Und es trifft sich ganz gut, weil ich somit wieder eine Reihe fortsetzen werde. Und zwar ist das Elias und Laia, eine Fackel im Dunkel der Nacht von Sabah Tahir. Das ist der zweite Band der, ich weiß nicht wie viel, mehrteiligen Reihe sie haben wird. Und hier geht eben die Reihe mit Elias und Laia weiter. Und zwar ist ja Elias einer, der bei den schwarzen Masken arbeitet. Und Laia hat familiäre Probleme und schleust dann eben als Sklavin in Schwarzcliff eben ein und trifft dort dann eben auf Elias. Und ja, in diesem zweiten Band geht dann die Geschichte und das Abenteuer um die beiden herum weiter. Ich muss mir, glaube ich, noch mal ganz kurz durchlesen, worum es in dem ersten Band ging, weil ich mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern kann, obwohl ich es eigentlich ganz gut fand, das Buch. Die Cover finde ich jetzt nicht so unfassbar hübsch. Vielleicht werde ich auch irgendwann auf die E-Books umsteigen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, Elias, der Krieger, der nicht mehr kämpfen will. Laia, die Sklavin, die den Gehorsam verweigert. Helena, die Vertraute, die Verrat üben muss. Ich bin gespannt, wie mir dieser zweite Band gefallen wird. Und das sind die vier Bücher, die ich euch so zeigen kann, plus die zwei E-Books. Das sind sechs Bücher. Eigentlich sollten es fünf werden, aber
Ja, kam halt ein paar dazwischen, wobei ich mit 6 Büchern auch noch ganz gut leben kann. Ich freue mich sehr auf die Bücher. Ich könnte das ein oder andere Liebesbuch noch vertragen, aber ich werde diese Bücher lesen und dann mal schauen, für was mir die Zeit noch bleiben wird. Ich werde euch auch wieder in den Weekly Readings mitnehmen und spätestens im Lesemonat werdet ihr sehen, welche Bücher ich dann tatsächlich im Mai gelesen habe. Übrigens ist diese Liste jetzt nicht unbedingt fix und ich muss sie lesen. Es wäre schön, wenn ich die Bücher alle lesen würde, weil ich sie einfach dann von meinem Sub befreien kann und entscheiden kann, ob sie weiter in meinem Regal stehen bleiben dürfen oder doch wieder ausziehen müssen. Das werdet ihr aber alles dann, wie gesagt, in den Weekly Readings bzw. im Lesemonat erfahren. Wenn ich übrigens eins der Bücher nicht geschafft haben sollte, werde ich mich dafür auch nicht bestrafen, weil Lesen soll Spaß machen und ich wollte einfach mal eine andere Methode ausprobieren, um mir meine Leseliste zusammenzusetzen und nicht immer nur mit dem Subclass, auch wenn das wieder mit dabei war. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge für mich habt oder Ideen für die Karten habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann kann ich das noch da hinzufügen bzw. verbessern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!